Diese Turbine ist gerade der Zankapfel im Streit um die Gaslieferungen zwischen Russland und Deutschland. So wichtig, dass Bundeskanzler Olaf Scholz heute Morgen selbst ins Werk von Siemens nach Mülheim an der Ruhr gereist ist. Hier sitzt die Turbine seit Wochen fest. Generalüberholt und startklar. Dabei soll sie eigentlich in der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zum Einsatz kommen. Es ist gewissermaßen klar und einfach, die Turbine ist da, sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da. Russland hat die Gaslieferungen über Nord Stream 1 zurückgefahren, rund 20% weniger geliefert. Der Grund dafür sei die fehlende Turbine, so der russische Energiekonzern Gazprom. Es mangele auch an Zollpapieren. Aus unserer Sicht sind alle Papiere, Zollpapiere, Transportpapiere, soweit wir es vorbereiten können, vorbereitet. Alle vorgebrachten technischen Gründe sind nicht auf einer Faktenbasis nachvollziehbar. Und das, glaube ich, gehört auch zur Wahrheit dazu. Altkanzler Gerhard Schröder und Vertrauter Putins mischt sich in die Debatte ein. Für ihn gäbe es eine einfache Lösung, erklärt er im Stern-Interview, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Sie ist fertig. Wenn es wirklich eng wird, gibt es diese Pipeline. Und mit beiden Nord Stream Pipelines gäbe es kein Versorgungsproblem für die deutsche Industrie und die deutschen Haushalte. Es gibt genügend Kapazitäten bei Nord Stream 1. Da ist überhaupt kein Mangel an Möglichkeiten, alle Verträge, die Russland geschlossen hat, für ganz Europa mithilfe dieser Pipeline und der auch noch im Betrieb befindlichen Ukraine-Pipeline zu erfüllen. Für die Opposition ist der Scholz-Auftritt Spiegelfechterei. Der Bundeskanzler zieht erkennbar eine große Show ab. Ich erwarte von ihm, dass er Probleme löst, dass er dafür sorgt, dass die Turbine dorthin kommt, wo sie hingehört und dass sehr schnell wieder mehr Gas nach Deutschland kommt. Der Streit um die Turbine geht weiter. Die Lieferungen mit Gas nach Deutschland bleiben wohl weiterhin auf Sparflamme. Soweit also der Stand. Die Turbine ist bereit, aber Russland kümmere sich nicht, so die Erklärung von Bundeskanzler Scholz. Für Begar ist unsere Korrespondentin in Moskau. Schönen guten Tag. Was sagt denn Moskau zu der Turbine? Warum liegt die angeblich so wichtige Turbine quasi in Mülheim ungenutzt rum? Ja, wenig überraschend schiebt Moskau die Schuld dafür natürlich nach Deutschland, genauer gesagt zu Siemens Energy. Gazprom beharrt darauf, dass für den Weitertransport der Turbine nach Russland noch wichtige Dokumente fehlen würden. Und möglicherweise beharrt es so auf diesen Dokumenten, weil darin schriftlich festgehalten würde, unter welchen Umständen Ausnahmen von den Sanktionen möglich sind. Das wäre dann ein Präzedenzfall, auf den Moskau vielleicht in ähnlich gelagerten Fällen in der Zukunft zurückgreifen könnte. Denn insgesamt ist es so, dass eigentlich seit Beginn dieses Turbinenstreits dieser Fall hier als Beleg dafür genommen wird, zu zeigen, dass diese westlichen Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, dass diese Sanktionen eben schlecht durchdacht gewesen seien und vor allem dem Westen selber schaden würden. Dass Deutschland und Kanada bereit waren, Ausnahmen von den Sanktionen zu machen für die Turbine, das wird hier einerseits natürlich als Schwäche dargestellt und gesehen. Es weckt wohl aber auch die Hoffnung, dass die Sanktionen womöglich auch an anderen Stellen aufgeweicht werden könnten, wenn Russland nur genug Druck aufbauen kann. Föbe Gahr mit ihren Einschätzungen live aus Moskau. Vielen Dank.